Das folgende Video ist eine Fanzusammenfassung von Buch 3 Feuer und soll das Original Avatar der Herr der Elemente nicht kopieren oder ersetzen. Die Bild- sowie Videorechte gehen an Nickelodeon International Media Networks. Bitte unterstützt die originale Veröffentlichung auf legalen Streaming-Plattformen. Die Videoidee Anime in Minuten stammt von dem YouTuber Ruffy. Checkt auf jeden Fall seinen Kanal ab, wenn ihr Lust auf die beliebtesten Anime habt. Erster Link in der Videobeschreibung und los geht's! Freunde, da sind wir wieder mit dem letzten Buch aus Avatar, der Herr der Elemente. Das Buch startet damit, dass Aang nach einigen Wochen aufwacht, nachdem er ja vom Blitz getroffen wurde und Katara ihn zurück ins Leben geholt hat. Team Avatar und die anderen Randoms sind währenddessen zu den Wasserstammkriegern in der Chameleon-Bucht dazugestoßen und haben ein Schiff der Feuernation als Tarnung benutzt. Aber es ist nur etwas blöd, dass Aang das nicht wusste und direkt wieder einen Schock à la Azula bekommt und wieder einpennt. Sokkas neuer Invasionsplan beinhaltet wenig Verbündete aus dem Erdkönigreich, mit dem sie am Tag der schwarzen Sonne, also die Sonnenfinsternis, zuschlagen wollen. Die Welt glaubt inzwischen, weil Aang natürlich vom Blitz getroffen wurde und man das eigentlich nicht so easy überlebt, dass er getötet wurde. Deshalb hält er sich von jedem und allen versteckt. Aang ist enttäuscht darüber, dass er eine einzige Aufgabe hatte und mal direkt komplett verkackt hat wie Zuko, als er anfangen sollte. Aus diesem Grund macht er sich nun alleine auf den Weg zur Feuernation. Mama Katara und Papa Sokka passen wie immer auf ihren Sohn Aang gut auf und finden den beleidigten Jungen am nächsten Tag auf der sichelförmigen Insel, wo er hingespült wurde. Abgesehen davon, dass Aang gerade sein theoretisches Alter widerspiegelt, bleiben sie bei dem Plan der schwarzen Sonne. Zuko wird in der Feuernation begrüßt und sein Vater Ozai zeigt sich stolz, dass sein Sohn den Avatar getötet hat. Naja, Ozai war sonst auch immer gegen Zuko und hat ihn eine Narbe verpasst, aber irgendwann musste Zuko auch mal ein Lob von seinem Vater bekommen, selbst wenn Zuko den Avatar nicht getötet hat. Und genau aus diesem Grund fragt Zuko Azula nach ihrem Motiv, wieso sie Ozai anlog, dass er den Avatar getötet habe. Und Freunde, ihr wisst es von Serienkiller, die alle einen unnormalen hohen IQ haben und so ist halt auch Azula. Ja, Azula sagt, dass der Ruhm und die ganze Ehre ganz schnell verschwindet, wenn es sich herausstellt, dass der Avatar überlebt hat. Team Avatar besorgt heimische Feuernationskleidung, um nicht aufzufallen. Beim Einkaufen wird Aang aufgrund seiner Kleidung für einen Schulschwänzer gehalten und in die Schule gebracht. Dort schließt er Freundschaft mit einigen Kindern, ganz besonders mit Chantal, die aber leider schon mit Kevin zusammen ist. Nachdem ihm klar wird, dass das Tanzen bei ihm verboten ist, plant er eine geheime Party in einer Höhle, in der er sich versteckt hält. Er gibt den Kindern auf jeden Fall Mut, frei zu tanzen, doch sie werden vom Schüler Hide aka Kevin verraten, der den Rektor verständigt hat. Diese kleine Petze. Die Schüler helfen Aang und seinen Freunden zu entkommen, indem sie die Soldaten der Feuernation verwirren. Zuko besucht währenddessen im Geheimen seinen Onkel Iroh im Gefängnis, aber das findet Azula heraus und spricht Zuko eine kleine Mahnung aus. Der Prinz besucht ihn aber ein weiteres Mal, um ihn nach Rat zu bitten. Nachdem ihm Iroh aber die kalte Schulter zeigt, beauftragt Zuko einen Attentäter, mit einem tätowierten dritten Auge den Avatar aufzuspinnen und zu töten, da er der Überzeugung ist, dass Aang wirklich überlebt hat. Und wenn Aang überlebt, ist das ein Todesurteil für Zukos wiedergewonnene Ehre. Beim Zwischenstopp von Team Avatar im Dorf Yanghui sehen sie, wie schrecklich das Dorf inzwischen leben muss. Der Grund ist die Feuernation, denn sie haben eine Militärfabrik in der Nähe gebaut, was durch verschiedene Chemikalien das Wasser verdreckt und verseucht. Nachdem Appa schlecht wird, muss das Team Avatar weiterhin dort bleiben. Katara hilft dem Dorf, indem sie die Leute nachts heimlich heilt und verkleidet sich dabei als die bemalte Lady, eine Wassergeistlegende, an die das Dorf glaubt. Sie sieht zwar eigentlich genauso wie ein schlecht geschminkter Clown aus, aber das reicht, um Heldin zu spielen. In der dritten Nacht kommt die Aang auf die Schliche und hilft Katara, die Fabrik zu zerstören. Am nächsten Morgen gibt General Mung, derjenige, der zuständig für die Fabrik war, dem Dorf die Schuld, die Fabrik zerstört zu haben. Mit Hilfe von Aang, Sokka und Toph nimmt Katara wieder die Gestalt des Geistes an und vertreibt den General mit einem epischen Fight. Das Dorf erfährt von dem Geheimnis, dass sie eine Wasserbändigerin ist und doch nicht so ein cooler Geist ist. Nach einem kurzen Gespräch entschließen sich die Bewohner und das Team, den Fluss zusammen zu reinigen. In der Nacht erscheint dann die wahre bemalte Lady und zeigt Katara nach Paragraph 238 Nachstellung und Paragraph 164 falsche Verdächtigung im deutschen Strafgesetzbuch wegen Identitätsdiebstahl an. Sie muss nun eine Haftstrafe von 5 Jahren antreten und das war aber für Buch 3, meine Freunde. Okay, Spaß, weiter geht's mit Folge 4. Eines Nachts fällt ein glühender Meteorit auf die Erde. Aang, Katara und Toph können das Feuer löschen. Sokka fühlt sich aber nutzlos, da er keine besondere Fähigkeit hat. Und dann bekommt Sokka mit, dass er eigentlich eine männliche Sakura aus Naruto ist, denn er hat nichts wirklich drauf. Nachdem er seine Depression halbwegs überwunden hat, erfährt er im nahen Dorf Shuying beim Einkaufen vom Schwertmeister Senpai Piandao und entschließt sich, bei ihm in die Lehre zu gehen. Sensei Piandao nimmt ihn unter seine Fittiche und bringt ihm die Schwerkunst bei. Nach dem Kampftraining soll Sokka ein Schwert schmieden. Und da hatten wir ja etwas, was auf die Erde gefallen ist. Er nimmt den Meteoriten und macht aus dem Teil sein Schwert davon. Sensei Piandao lobt seinen Schüler, aber Sokka plagen die Schuldgefühle. Denn er meinte, er sei von der Feuernation und so weiter und hat somit seinen Sensei angelogen und gibt deshalb seine wahre Herkunft preis. Daraufhin duellieren sich Meister und Sensei, denn Piandao ist verständlicherweise sauer auf Sokka. Denkste, Piandao gewinnt obviously den Kampf und gibt dann zu, dass er wusste, dass Sokka vom Wasserstamm ist und dass Aang der Avatar ist. Zum Abschied schenkt er ihnen einen weißen Lotusstein und ein Stück vom Meteoriten. Das lässt darauf hinweisen, dass Piandao wohl möglich ein Mitglied vom Weißen
Weißen Lotus ist. Toph behält das Stück und bändigt es in verschiedene Formen. Und wenn wir da mal ein kurzes Frame anhalten, kurzes Easter Egg, dann sehen wir das alte Nickelodeon Splash Logo. Auf jeden Fall. Im Gefängnis trainiert Iroh hart und unbemerkt in seiner Zelle und führt dabei den Aufseher Poon an der Nase herum. Und oh Junge, hat Iroh breite Schultern. Wenn ihr Gemüse esst, werdet ihr groß und stark wie Iroh. Zum Trinken gibt es dann logischerweise aber auch nur Tee. Jetzt gibt es eine nice Episode für alle Ty Lee-Fans. Der Strand. Azula, Zuko, Ty Lee und Mai wurden auf die Ascheninsel geschickt, um den Feuerlord und seinen Berater nicht zu stören. Dort spielen sie dann Volleyball und werden von einem Jungen zu einer Hausparty eingeladen. Davor wurde natürlich Ty Lee angebaggert, denn sie ist einfach eine 10 von 10. Ich meine, meine Wand in mein Wohnzimmer spricht einfach für sich. Die Party eskaliert, teils Azula hat ihren ersten Kuss und die vier gehen wieder zum Strand und halten ein Deep Talk. So wie Kuro, Nick und ich, wenn wir im Anime Bros Aufnahmezimmer sind. Dort teilen sie nun ihre innersten Gefühle miteinander. Ty Lee hat 6 gleich aussehende Geschwister und im Zirkus fühlt sie sich nicht immer so besonders. Mai unterdrückt ihre Gefühle schon immer, da der politische Beruf ihres Vaters immer zu berücksichtigen war. Zuko ist wütend auf sich selbst, da er multiple Persönlichkeitsstörungen hat und ein bisschen Knacks im Kopf hat. Und Azula plagt, dass ihre Mutter sie für ein Monster hielt, obwohl sie das einsieht und sich selbst als Monster sieht. Ja, perfekt. Sie kehren zusammen zur Party zurück und zerstören mal eben Chans Haus und die ganze Party. Die Begründung dafür ist wahrscheinlich die, weil sie wütend auf sich selbst sind oder dies, das. Durch Angst und Unvorsichtigkeit erfährt dann Zukos Attentäter von seinem Standort, aka der Sprühsprühknallbummern. Team Avatar kann den Feuer- und Brandbändiger kurz vor der Attacke kommen sehen, abwehren und schlussendlich abhängen. Aang besucht dann Rokus Heimatinsel, wo ihm während der Sommersonnenwende Rokus Geist über sein Leben erzählen will. Zuko bekommt eine geheime Nachricht, die ihn auffordert, den Tod seines Urgroßvaters zu erforschen, um sein eigenes Schicksal zu verstehen. Er geht in die Drachenknochen Katakomben und ließ das letzte Testament seines Urgroßvaters Feuerlord Zosin. Roku und Zosin waren beste Freunde. An seinem 16. Geburtstag erfuhr Roku von den Feuerweisen, dass er der Avatar sei. Er meisterte in den nächsten 12 Jahren Luft, zusammen mit Meister Gyatso, Wasser, Erde und den Avatar-Zustand. Nach seiner Heirat mit Tamin zerstritt er sich mit Feuerlord Zosin, aufgrund dessen, dass Zosin seine Nation vergrößern wollte. Einige Jahre später begann Zosin das Erdkönigreich zu erobern und das passte Roku ja mal gar nicht. Roku warnte ihn und gab ihm nach einer hinterhältigen Attacke eine letzte Warnung, dass er sein Leben beenden wird, wenn Zosin nicht aufhört. 25 Jahre kein Kontakt mehr, begann auf Rokus Heimatinsel der Vulkan auszubrechen. Zosin eilte mit seinem Drachen Roku zur Hilfe. Sie haben zusammen alle evakuiert und die Hitze umgeleitet, sowie den Ausbruch teilweise gestoppt. Aber das ist gar nicht mal so leicht zu zweit. Und auf einmal war Roku nur von Rauch so umzingelt. Und das als alter Mann ist sehr schnell tödlich. Er bat Zosin um Hilfe, aber Zosin meinte nur Nope, denn jetzt kann ich alles erobern und bibbidi-babbidi-bu, Roku war tot. Und der Plan für den Genozid wurde erstellt. Zuko konfrontiert seinen Onkel im Gefängnis, den er hinter der Nachricht vermutet und meint, Zosins Geschichte sei bekannt und sein Tod würde nicht erwähnt werden. Iroh erklärt ihm, dass Zosin der Großvater seines Vaters ist, aber Roku der Großvater seiner Mutter. Der Kampf seiner Vorfahren trägt sich weiter in Zuko fort, den er nun zu entscheiden hat. Lebt er weiter wie bisher oder stellt er das Gleichgewicht auf der Welt wieder her? Aang lernt aus der Geschichte, dass obwohl Roku und Zosin aus der Feuernation stammten, sie sich moralisch unterschiedlich entwickelten und dass jeder eine zweite Chance verdiene. Die nächste Folge startet mit Toffs Verhaftung, die von Katara verraten wurde. Aber alles spielte sich 3 Tage zuvor nämlich ab. Toph, Sokka und Aang haben nämlich in einer Stadt ein Hütchenspieler ausgetrickst, um so schnell an Geld zu kommen. Und setzen die Trickserei dann auch sogar fort. Nach Paragraph 263 ist das Betrug und ihr kommt in den Knast. Polizistin Katara erfährt davon und ist strikt dagegen, da ihr Verhalten die Mission gefährdet. Sokka entdeckt, nachdem er Hawke gekauft hat, ein Fahndungsplakat, mit dem nach Toph gesucht wird. Toph will das geheim halten und gibt dafür Sokka sogar Geld. Ist Avatar eigentlich eine Kinderserie oder eine Serie, wo darauf gegen das deutsche Strafgesetzbuch verstoßen wird? Naja gut, egal, weiter zur Zusammenfassung. Sokka sagt zu dem Geld natürlich nicht nein und will davon aber eine Rüstung kaufen. Als Katara das Plakat findet, streitet sie sich mit Toph. Nach einigen einfühlsamen Worten von Sokka vertragen sich die beiden und Katara schlägt einen letzten Betrug vor. Das ist dieser eine Moment, wenn selbst die Polizistin nun kriminell wird. Sie will Toffs Kopfgeld nämlich einkassieren, während diese sich aus der Zelle freibändigt. Doch Toph wird in eine Holzzelle gesteckt und Katara von Zukos Attentäter gleich dazu, um Aang rauszulocken. Aang und Sokka werden vom Sprühsprühknallbummern währenddessen attackiert. Katara bändigt dann ihren Schweiß und zerstört damit die Zelle. Zusammen setzen die vier den Brandbändiger außer Gefecht, indem sie sein drittes Auge mit einem Stein treffen. Danach lässt Toph Katara einen Brief für ihre Eltern mit Sokkas Falken Hawkeye übermitteln. Jetzt kommt die krankeste Folge der Avatar-Geschichte. Team Avatar trifft bei einer gruseligen Nachtgeschichte auf Hama, eine alte, nette Omi, die mehr als nur Plätzchen backt. Team Avatar erfährt, dass während Vollmond in der letzten Zeit viele Menschen verschwinden. Sokka ist wie immer misstrauisch und bringt Hama dazu, sich als Wasserbändigerin des südlichen Wasserstamms zu erkennen zu geben. Hama erzählt, wie alle Wasserbändiger von der Feuer
Nation gefangen genommen wurden. Daraufhin wird Katara von Hama in Wasserbändigen unterrichtet, während die anderen dem mysteriösen Verschwinden nachgehen. Diese finden eine Höhle, in der die verschwundenen Menschen festgehalten werden. Währenddessen will Hama Katara das Blutbändigen beibringen, eine Körperkontrolltechnik, die sie im Gefängnis der Feuernation gelernt hat. Absolut Psycho und absolut krank. Aang und Sokka finden heraus, dass Hama hinter all dem steckt, Katara ebenso und weigert sich, Blut zu bändigen. Es kommt dann zum Kampf zwischen Katara und Hama. Aber dann, als Aang und Sokka auftauchen, denken sie, jetzt können wir easy gewinnen, aber Hama sagt nope und bändigt beide mit Hilfe des Blutbändigens und tötet sie sogar fast. Aber Katara kann dann doch Blutbändigen und bringt Hama ins Gefängnis. Nachdem Katara geblutbändigt hat, weint sie erstmal eine Runde, denn das ist absoluter Mental Breakdown für sie und damit kommt sie gar nicht klar. Das Team Avatar erreicht endlich den Treffpunkt für die Invasion und das sogar 4 Tage früher. Aang ist jedoch überfordert mit der Aufgabe, dem Feuerlord entgegenzutreten und beginnt viel zu trainieren. Da er entweder nicht einschlafen kann oder nur Albträume hat, trainiert er auch nachts, um ein waschechter Kevin Volter zu werden. Aufgrund des Schlafmangels beginnt er tagsüber zu halluzinieren. In der Nacht vor der Invasion schaffen es Aangs Freunde, ihm ein weiches Bett aus Koala-Schafwolle zu machen, womit er friedlich einschlafen kann. Zuko erfährt von Mai, dass eine Kriegskonferenz bevorsteht, von der er nichts wusste. Azula erklärt dem Bruder, dass der Prinz ohne Einladung erwartet werde und deshalb dort erscheinen soll. Zuko weigert sich zunächst, besucht aber dann die Konferenz, als sein Vater währenddessen ausdrücklich nach ihm ruft. Danach erzählt er Mai, dass es perfekt abgelaufen ist, er sich aber nicht mehr wie er selbst fühle. Die Krieger des südlichen Wasserstamms erreichen nach 100 Jahren endlich den Invasionstreffpunkt und haben einige Freunde und Verbündete des Team Avatars mit dabei. Darunter sind unter anderem Haru, seinen Vater Tyro, Peepsqueet, Duke, Theo, der Mechaniker, die Sumpfbändiger, der Brocken und der große, böse Hippo. Da die Sonnenfinsternis aber nur 8 Minuten dauert, greifen sie vorher an, um während der Finsternis bereits am Königspalast gelangt zu sein. Zusammen marschieren sie mit Hilfe von Schiffen und von Sokka und den Mechaniker entwickelten U-Booten am Tag der schwarzen Sonne in die Hauptstadt der Feuernation ein. Mal so ganz easy, paar Fights später übernimmt auch schon Sokka das Kommando, denn sein Vater Koda ist nicht mehr der Jüngste und hat sich verletzt. Dann kam der Moment, Avatar vs. Feuerlord. Der Moment, worauf jeder gewartet hat. Und Surprise! Uta ist nicht da und komplett gesichert. Iroh ist weiterhin im Gefängnis und rät einer netten Wache Ming, sich den Tag freizunehmen, um am Nachmittag nicht anwesend zu sein. Ming glaubt zu verstehen, was Iroh meint und geht natürlich erstmal. Währenddessen zieht sich Zuko um, hinterlässt einen Brief bei Mai, nimmt seine Waffe und geht vor ein Porträt seiner Mutter und sagt, dass er alle falschen Entscheidungen wieder gut machen wird. Zu Deutsch, er wird seine Ehre diesmal richtig reinmachen. Aang erzählt seinen Freunden, dass die Hauptstadt der Feuernation Tschernobyl und Dresden 45 gleich kommt. Und das heißt, dass keine einzige Person. Sokka vermutet natürlich wieder, dass der Feuerlord sich in einem Bunker befinde. Zusammen mit Toph suchen sie nach einem unterirdischen Bunker, während die anderen vorrücken. Als die Finsternis beginnt, finden sie einen Bunker, wo Azula auf sie wartet und von Daily-Agenten beschützt wird. Die ganze Sonnenfinsternis überkämpfen sie gegen Azula, die sie hinhält und zudem Sokka aus der Fassung bringt, als sie Suki erwähnt, die gefangen gehalten wird. Da die Zeit der Sonnenfinsternis fast vorbei ist, schlägt Sokka vor, sich erstmal zurückzuziehen. Doch die Feuernation denkt sich, nein, nein, ihr wolltet einen Kampf und ihr kriegt ihn. Deshalb zerstört die Feuernation erstmal die Boote. Die erwachsenen Krieger bleiben zurück und lassen sich gefangen nehmen und die Jüngsten unter ihnen, Theo, Haru und Duke, fliehen mit Team Avatar. Aang fliegt zum westlichen Lufttempel, wo sie angeblich sicher sein sollen, aber es wird eine Bombenüberraschung geben. Zuko geht während der Sonnenfinsternis zu seinem Vater und verkündet, den Avatar helfen zu wollen, den Krieg zu beenden. Uzai erzählt ihnen aber noch, wieso seine Mutter verbannt wurde. Wenn man eh nicht kämpfen kann, warum nicht einfach miteinander reden? Als die Sonnenfinsternis aber dann vorbei war, schießt er einen Blitz auf Zuko, doch dieser kann ihn umleiten und fliehen. Zuko sucht nach seinem Onkel im Gefängnis, dieser ist aber bereits geflohen, denn Onkel Iroh ist einfach ein Tier. Zuko fliegt nun mit dem Ballon dem Avatar hinterher, um sein Team beizutreten. Team Avatar erreicht inzwischen den westlichen Lufttempel, der kopfüber unter einen Abhang gebaut wurde. Zuko traut sich dann Aang zu fragen, wie ein kleiner Junge, der einen Crush auf das schönste Mädchen in der Klasse hat, ob er sein Feuerbändigungslehrer werden kann und Team Avatar beitreten könnte. Bis auf Appa trauen ihn aber die anderen nicht. Aang ist sich zuerst unsicher, schickt ihn dann aber weg. Die Freunde für alle Fälle diskutieren über Zukos Glaubhaftigkeit. Toph erkennt zuallererst, dass er die Lösung für ihre Probleme ist. Als sie nachts zu Zukos Lager schleicht, weil sie sicher gehen will, dass sie nichts Böses vorhat, greift Zuko sie im Affekt an, weil er dachte, dass es ein Gegner ist und verbrennt dabei ihre Füße. Toph krabbelt dann natürlich so schnell wie es geht zum Stützpunkt von Team Avatar zurück. Am nächsten Morgen taucht dann auch schon plötzlich der Attentäter auf und versucht den Avatar zu töten. Zuko stellt sich ihm aber dann in den Weg und stürzt fast in die Tiefen. Der Attentäter wird dann von Sokka mit seinem Boomerang besiegt und sprengt sich erstmal selbst weg. Aang bedankt sich bei Zuko, der wiederum verspricht, seine Kräfte vorsichtiger einzusetzen, um nie wieder jemanden aus Versehen zu verletzen. Aang, der das nachempfinden kann, da er mit Feuer Katara verletzt hat, nimmt ihn als sein Lehrer auf. Katara ist die einzige, die ihm nicht traut und ihn deshalb davor warnt, sie erneut zu hintergehen, wie einst bei den Kristallkatakomben bei dem Ende von Buch 2. Dann geht das harte Training des Avatars auch schon los und irgendwie nicht los. Denn Zuko kann Aang nicht trainieren, weil Zukos Feuerbändigen einfach zu schwach derzeit ist. Zuko labert ein bisschen von den Sonnenkriegern, die das Bändigen von den Drachen gelernt haben. Da Iroh nicht umsonst den Beinamen Drache des Westens erhalten hat und auch angeblich den letzten Drachen getötet hat und des Weiteren auch die Sonnenkrieger ausgestarben
haben, besuchen Zuko und Aang die Ruinen in der Hoffnung, doch noch etwas Nützliches zu finden. Dort angekommen, tappen sie aber auch schneller als Minato Namikaze in eine Falle und bleiben dort erstmal ganz bisschen. Vielleicht auch bisschen länger als ganz bisschen. Okay, vielleicht fast einen Tag, aber egal. Aber irgendwann kamen die Songkrieger, die den beiden den Weg zu ihren Meistern Ran und Shaw im Gebirge weisen. Dort soll jeder von ihnen ein Teil der ewigen Flamme präsentieren. Die beiden Meister Ran und Shaw entpuppen sich als Drachen. Aang und Zuko tanzen den Tanz, welcher sie teilweise auch in die Falle gelockt hat, im Einklang mit den Drachen. Die Drachen zeigen den beiden die Kraft des Feuers und sie finden heraus, dass Iroh nur behauptet hat, den letzten Drachen getötet zu haben, um sie zu beschützen. Der Grund, warum Zukos Feuer so schwach war, weil er sein Ziel verloren hat, nämlich die Jagd nach dem Avatar. Nun mit einem neuen Ziel, das Gleichgewicht wiederherzustellen, ist er in der Lage, die Kraft des Feuers zu nutzen und zu lernen. Nach der Rückkehr von Aang und Zuko will Sokka seinen Vater befreien, weshalb er Zuko fragt, wo die Feuernation Kriegsgefangene hinbringt. Zuko erzählt vom brodelnden Felsen, dem sichersten Gefängnis im Inneren eines brodelnden Sees. Beide planen zusammen dort ein und wieder auszubrechen. Beim brodelnden Felsen geben sie sich als Wache aus und erfahren, dass es keine Gefangene aus dem Wasserstamm gibt. Doch dann entdeckt Sokka Suki und Zuko wird enttarnt. Sie beschließen wenigstens, sie mitzunehmen. Der Gefangene Shizang erfährt vom Ausbruchsversuch und will ebenfalls fliehen. Sie wollen eine Kühlzelle nutzen, die dazu dient, Feuerbändige ruhig zu stellen, um über den brodelnden Felsen zu fliehen. Kurz bevor sie entkommen können, erfährt Sokka, dass neue Gefangene eintreffen werden. Suki, Zuko und er schauen nach den Gefangenen, während sie Shizang und seinen Freunden den eigentlichen Fluchtplan überlassen. Aber dann werden auch Shizang und seine Freunde entdeckt. Der letzte Gefangene an Bord ist dann ausgestiegen und es war nicht Hakoda. Doch ein Gefangener wollte einfach nicht rauskommen und das war halt Sokkas Vater Hakoda. Und er war in Wahrheit der letzte Gefangene. Shizang wird befragt, wer ihm bei der versuchten Flucht geholfen hat. Er lügt, um Zuko, Sokka und Suki zu entlasten. Mai taucht auf und macht Zuko Vorwürfe, dass er Schluss gemacht hat über einen Brief. Und nicht wie es heutzutage modern wäre, einfach kurz über WhatsApp. Sokka schafft es derweil mit der Hilfe von Shizang, einen Gefängnisaufstand auszulösen. Dadurch kann Zuko dann der Befragung durch Mai entkommen. Suki kämpft sich durch die Wachen und nimmt den Aufseher Mais Onkel gefangen. Zusammen mit dieser Geisel entkommen Suki, Zuko, Hakoda, Shizang und Sokka in einer Gondel. Dort werden sie von Tai Li und Azula angegriffen, die ihrem Bruder auf dem brodelnden Felsen auf die Schliche kamen. Der Aufseher ruft seinen Leuten zu, das Stahlseil der Gondel zu cutten. Als Azula und Tai Li das mitbekommen, entfliehen sie auf eine andere Gondel. Doch plötzlich schlägt sich Mai auf die Seite von Zuko und verhindert, dass das Seil durchgeschnitten wird. Azula konfrontiert Mai, die gesteht, dass ihre Liebe zu Zuko größer sei als ihre Angst vor Azula. Doch kurz bevor die beiden kämpfen können, lähmt Tai Li Azula mit Hilfe von Chi-Blocken. Seht ihr, Freunde, und deswegen ist Tai Li toll. Tai Li und Mai werden gefangen genommen, Suki, Zuko, Hakoda, Shizang und Sokka schaffen es sicher zurück zum westlichen Lufttempel. Azula entdeckt die Truppe beim westlichen Lufttempel und greift sie mit einer ganzen Flotte direkt an. Bei diesem Angriff rettet Zuko Katara, doch Katara ist ihm nicht dankbar. Zuko versucht ihr Vertrauen zu gewinnen, indem sie sich zusammen auf die Suche nach dem Mörder von Kataras Mutter machen, was Aang aber gar nicht mal so doll gefällt. Sie finden den Anführer der südlichen Räuber. Doch als Katara ihn blutbändigt, erkennt sie, dass das nicht der richtige Mann ist. Sie erfahren den Ort des ehemaligen Anführers, der nun in Rente ist. Als sie ihn konfrontieren, entscheidet Katara, dass Rache nicht der richtige Weg ist. Und so schafft sie es auch, Zuko zu verzeihen. Inzwischen versteckt sich Team Avatar auf der Ascheninsel im verlassenen Ferienhaus des Feuerlords. Dort finden sie ein Plakat für eine Theateraufführung der Geschichte des Avatars. Und wie damals schon bei dem Film von Die Legende von Aang, niemand war mit dem Stück zufrieden. Alle haben es gehasst und die Folge war es absolut nicht wert. So, Freunde, und jetzt beginnen die richtig krassen Folgen. Zuko erklärt den anderen, dass Ozai mit Hilfe von Zuseens Kometen das ganze Erdkönigreich auslöschen will. Sie haben also nur noch 3 Tage, bis es keine Welt mehr gibt, die gerettet werden kann. Als Vorbereitung auf das Aufeinandertreffen bringt Zuko Aang das Umleiten eines Blitzes bei. Aang ist sich unsicher, ob er den Feuerlord töten soll. Aang hört in der Nacht dann aber seltsame Geräusche und verschwindet auf eine geheimnisvolle Insel. Seine Freunde suchen ihn am nächsten Morgen, können ihn aber nicht finden. Um ihn zu finden, suchen sie die bekannte Kopfgeldjägerin June auf. Währenddessen kündigt Ozai an, dass er Azula zum Feuerlord krönen lassen will und sich selbst zum Phönixkönig ernennen möchte. June sagt den anderen, dass Aang laut ihrem Schürschuh nicht aufspürbar sei und deshalb nicht existiere. Daraufhin suchen sie Iroh. Sie stoßen bei der Außenmauer von Ba Sing Se auf den Orden des Weißen Lotus, zu dem unter anderem Meister Paku, Jongjong, König Bumi, der Omashu einfach mal kurz im Alleingang zurückeroberte, Sensei Pian Dao und Iroh gehören. Zuko redet mit Iroh, der ihm sagt, dass Zuko Feuerlord wird und dass er Azula besiegen muss mit Kataras Unterstützung. Sokka, Suki und Toph machen sich auf den Weg zur Luftschiffflotte der Feuernation, die sich in der Nähe der Erdkönigreichsküste aufhält. Iroh geht mit dem Orden, um Ba Sing Se von der Feuernation zurückzuerobern. Währenddessen spricht Aang auf der geheimnisvollen Insel mit seinen früheren Reinkarnationen. Ihre Worte interpretiert er so, dass es keinen anderen Ausweg als den Tod von Ozai gibt. Danach findet er heraus, dass die sich bewegende Insel eine riesige Löwenschildkröte ist. Aang fragt die Löwenschildkröte nach einem Rat. Diese berät ihn und berührt ihn an 2 Stellen des Körpers, wodurch diese aufleuchten. Aang setzt sich an das Ufer des Erdkönigreiches und wartet auf Ozai, während der Komet am Himmel erscheint. Azula bereitet sich darauf vor, Feuerlord zu werden und verbannt alle Angestellten, da sie paranoid geworden war. Toph, Suki und Sokka erobern ein Luftschiff und versuchen damit, Ozai einzuholen.
Der Orden des Weißen Lotus greift die Feuernation im Ba Sing Se an, um die Stadt zu befreien. Als Ozai beginnt, die Macht des Kometen zu nutzen und das Land zu verbrennen, stellt sich Aang Ozai zum alles entscheidenden Kampf. Aang bittet ihn, den Krieg zu beenden. Doch Ozai sieht sich natürlich wie in zwei Parteien im Recht. Sokka überlässt diesen Kampf dem Avatar und versucht daraufhin, die Luftschiffflotte von ihrer zerstörerischen Mission abzubringen. Dabei wird aber ihr Luftschiff zerstört und Suki von ihnen getrennt. Bevor Azula zum Feuerlord gekrönt wird, erscheinen Katara und Zuko auf Appa. Zuko fordert den Thron, woraufhin sie ein Agni-Kai beginnen. Azula zieht plötzlich mit einem Blitz auf Katara, doch Zuko schmeißt sich dazwischen, kann ihn gerade noch umleiten, wird aber gelähmt und hart verletzt. Die Folge endet damit, dass sich Aang nach einem langen Kampf in eine Kugel einschließt und Ozai diese mit Feuer angreift. Toph bändigt das Ruder eines Luftschiffs, wodurch die Luftschiffe ineinander fliegen. Sokka und sie werden von den Feuerbändigern in die Enge getrieben, als ein anderes Luftschiff mit Suki am Ruder erscheint. Der Orden des Weißen Lotus gelangt bis ins Zentrum von Ba Sing Se und befreit dieses. Ozai zwingt Aang durch seine Druckwelle aus der steinernen Kugel. Dabei wird ein Felsen auf Aangs Wunde gedrückt, wodurch sein Chakra nicht mehr blockiert ist. Dann ist er augenblicklich im Avatar-Zustand. Katara kämpft nun gegen Azula und schafft es, sie zu fesseln. Danach heilt sie Zuko. Ozai ist im Kampf gegen den Avatar hoffnungslos unterlegen. Doch kurz bevor Aang ihn tötet, lässt er seinen Zorn nach und berührt ihn an denselben Stellen, an denen er von der Löwenschildkröte berührt wurde. Er bändigt die Energie in Ozai und nimmt ihn so die Fähigkeit zu bändigen. Danach löscht Aang das Feuer in der Nähe. Der Komet zieht davon und der Krieg ist beendet. Zuko trifft Mai und sie werden wieder ein Paar. Alle Freunde aus aller Welt treffen ein, zur großen Zeremonie, in der Zuko zum neuen Feuerlord gekrönt wird. Tai Li ist auch anwesend und ist nun Teil der Kyoshi-Kriegerin. Zuko verkündet mit Hilfe des Avatars, ein neues Zeitalter der Liebe und des Friedens zu beginnen und wird gekrönt. Danach besucht Zuko seinen Vater im Gefängnis und fragt, wo seine Mutter sei. Zum Abschluss sind alle im Teeladen von Onkel Iroh und Ba Sing Se versammelt. Vor dem Laden spielt Aang mit Momo, als Katara sich zu ihm gesellt und sie sich küssen. Und somit war das Ende perfekt von Avatar, der Herr der Elemente. So, Freunde, das war Avatar, der Herr der Elemente, Buch 3. Und ich kann wirklich nicht mehr reden, ich bin wirklich komplett broke. In ein paar Tagen wird es weitergehen mit der Korra-Reihe und es werden alle hintereinander kommen. Lasst wie immer ein Like und ein Abo da, wäre auf jeden Fall sehr cool und ich habe ja auch tatsächlich kein Strike mehr, was mega fresh ist. Des Weiteren ein dickes Shoutout an Wikipedia. Ich habe mit Hilfe von Wikipedia die Zusammenfassung erstellt, weil ich einfach immer schlecht war in Zusammenfassung schreiben. Ich kann wirklich nur gut Theorien schreiben und sonstige Fakten. Ich war schon immer in Deutsch in der 6, deswegen danke auf jeden Fall an Wikipedia. Und damit würde ich dann auch schon sagen, Freunde, danke fürs Zuschauen, bis die Tage und Sayonara.